Alleine spielen macht nicht immer Spaß und vielleicht möchte man ja auch ab und an mal mit seinen Familien oder mit seinen Freunden was zusammen zocken. Und dann stellt man sich die Frage, welche Nintendo Switch-Spiele, ja, kann ich überhaupt im sogenannten Couch-Koop zocken? Die möchte ich euch hier mal vorstellen, natürlich nicht alle, sondern welche, die ich ganz cool finde, die wir auch häufig hier in der Familie gespielt haben und wo ich bestens Wissens die auch mal empfehlen kann. Es sind natürlich auch ein paar dabei, die Multiplayer haben, das werde ich dann nochmal erwähnen. Allerdings werde ich für die ganzen Multiplayer-Koop-Games dann nochmal die Online-Multiplayer-Koop-Games, ein separates Video machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und neu auf dem Kanal seid, dann würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Ich würde aber sagen, wir starten direkt rein. Wobei nicht, ja? Ich wollte nochmal kurz erwähnen, bevor wir jetzt erste Game starten, dass das hier keine irgendwelche Reihenfolge ist, sondern ich habe mir die einfach so runtergeschrieben, wie sie mir eingefallen sind. Von daher keine spezielle Order oder sowas. Aber jetzt legen wir wirklich los. Der erste Titel ist Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Generell ja schon ein ziemlich cooles Spiel, aber im Koop macht das natürlich doppelt so viel Spaß. Hier haben wir natürlich direkt mal ein Spiel, wo wir zumindest mit Super Mario 3D World das natürlich auch online zocken können, aber wie gesagt, hier geht es ja einfach mal primär um den Couch-Koop-Modus. Ja, bis zu 4 Spieler können wir hier starten. Was ziemlich cool ist, ich habe das mal, glaube ich, mit meinem Sohn mal kurz angezockt, natürlich ansonsten viel online, auch auf Twitch, das heißt, wer mir auf Twitch noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Muss ich sagen, ist ein sehr, sehr cooles Game. Ist sogar mit einer meiner liebsten Koop-Games geworden, tatsächlich, Jump'n'Run. Bowser's Fury hingegen hat natürlich auch noch einen Koop-Modus. Allerdings können wir dann nur Bowser Junior steuern. Und ich muss sagen, es ist nicht ganz so schön wie zum Beispiel bei Mario Odyssey die mit dem Cap, aber es ist noch dabei. Primär geht es mir aber tatsächlich hier um Super Mario 3D World. Kann ich jedem nur empfehlen. Der zweite Titel hat mich wirklich um den Verstand gebracht und es ist Cuphead. Wer Cuphead nicht kennt, es ist wahrscheinlich das schwierigste Jump-and-Run-Spiel auf der Switch. Kommt ja eigentlich von Microsoft, wenn mich nicht alles täuscht, kam dann irgendwie vor 2 Jahren, 2019 oder wann das war, eben auch auf der Switch raus und das kann man eben wunderbar auch im lokalen Koop-Modus spielen, was das Ganze ehrlich gesagt eher schwieriger macht anstatt besser, aber wer auf gute schwierige Jump-and-Run-Spiele richtig mal Bock hat, dem kann ich Cuphead wirklich empfehlen. Super viele Bossfights. Es ist mega schwierig, total frustrierend. Ja, eigentlich ein Spiel nicht, was für mich gemacht ist. Ja, deswegen, ja, probiert es doch einfach mal aus. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ey, ich hab's fehlerfrei gesagt. Okay, das ist ein Insider, den ja wahrscheinlich nur die Leute auf Twitch kennen, weil ich ständig, weil ich das Game da zocke, es eigentlich falsch ausspreche und nicht irgendwas mit die Donkey Kong. Jetzt kann ich es gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist ja auch wurscht. Machen wir mal weiter. Donkey Kong Country Tropical Freeze ist natürlich wieder ein Wii U-Port. Aber gut, es ist eben halt auf der Switch. Und ich muss auch sagen, dass mir dieses Spiel mega viel Spaß macht. Und vor allen Dingen auch im Koop. Denn da habe ich das damals mit meinem Sohn ab und an mal gezockt. Da können wir ja, jeder sucht sich einen Charakter aus und können die dann separat voneinander steuern. Was das ganze Gameplay so ein bisschen auch einfacher macht, als wenn man es eben halt alleine spielt. Aber der Spaßfaktor ist definitiv auch da. Ja, ich habe mich meinem Sohn immer kaputt gelacht, wenn wir, ja, oder ich oder auch er, einfach mal irgendwo wieder abgestürzt ist und wir ihn wiederbeleben mussten. Auf jeden Fall ein Titel, den ich natürlich jedem empfehlen kann, der es noch nicht auf der Wii U besessen hat, logischerweise. Macht wunderviel. Macht auf jeden Fall viel Spaß in dem lokalen Koop-Modus. Ein Spiel, was ich gar nicht so häufig spiele, aber ich glaube, das muss einfach mit rein, weil A, ich finde es wirklich ziemlich cool, auch wenn ich es nicht so häufig spiele, und B, kann man es wirklich gut im lokalen Modus spielen. Und zwar ist die Rede von Super Smash Bros. Ultimate. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht der Super Smash Fan oder sonstiges, mich interessieren das in der Regel auch gar nicht, ob neue Charaktere kommen oder nicht, aber es ist ein sehr, sehr gutes Fighting Game. Natürlich hat Super Smash so im Online-Multiplayer seine Schwächen, aber im lokalen Modus kann man das wunderbar zocken. Was ich auch häufiger gegen meinen Sohn mal mache, naja, häufiger nicht, aber ab und an mal. Und es macht wirklich einfach Spaß. Ja, muss ich sagen, muss natürlich wahrscheinlich bei diesen Games einfach mit dabei sein. Lego City Undercover ist ja mein favorisiertes Lego-Game an sich. Grundsätzlich muss ich mal sagen, dass eigentlich alle Lego-Games mega zum Koop-Modus spielen, im lokalen Modus funktionieren. Aber Lego City Undercover ist eben halt von der Lego-Reihe für mich mein Lieblingsspiel. Das Wunderbare ist, dass man eigentlich jederzeit, wenn man Solo spielt, einsteigen kann, sondern einfach den nächsten Controller anmachen, auf Plus drücken und eigentlich ist man schon im Splitscreen drin und kann dann zusammen eben die Abenteuer erleben. Habe ich häufig eben auch mit meinem Sohn zusammen gespielt. Macht mega viel Spaß. Wer also wirklich ein gutes Spiel sucht, obwohl Singleplayer oder auch Koop, Lego City Undercover, Leute, macht ihr nichts falsch. Ist auch häufiger mal im eShop im Angebot.
Der nächste Kandidat ist Yoshi's Crafted World. Und bei diesem Game muss ich sagen, das habe ich mit meinem Sohn gespielt. Ich glaube, ich habe hier sogar mal eine Folge aufgenommen. Ich verlinke euch das mal hier oben. Ist schon eine längere Zeit her. Aber da könnt ihr ungefähr erahnen, wie viel Spaß man da haben kann. Denn bei Yoshi's Crafted World, nicht nur, dass das ein super Spiel ist. Und ich liebe Yoshi, das wissen auch viele. Yoshi ist einfach super. Es ist natürlich primär ein Kinderspiel, das sollte klar sein. Aber es macht halt wahnsinnig viel Spaß, in diesen toll gestalteten Welten einfach unterwegs zu sein. Wenn man das dann im Koop-Modus noch spielt zusammen, dann passiert es doch häufiger, dass man sich selbst gegenseitig aufrüstet und wieder aufspuckt. Was dann dazu führt, dass wir uns zumindest hier in der Familie ziemlich oft kaputt gelacht haben. Deswegen auf jeden Fall Yoshi's Crafted World für die Lachmuskeln. Gibt es Lachmuskeln? Gibt bestimmt Lachmuskeln. Die sind auf jeden Fall sehr strapazierend. Nein, die sind nicht strapazierend. Was rede ich denn? Ihr wisst, was ich meine. Es ist lustig. So. Das nächste Spiel haben wir am Anfang relativ häufig gespielt und mittlerweile nicht mehr. Und wer mich länger verfolgt, der weiß, welches Spiel es handelt. Nämlich es ist Super Mario Party. Mittlerweile muss ich sagen, spiele ich es eigentlich gar nicht mehr, obwohl es ein wirklich gutes Game ist. Aber ich weiß auch nicht. Man kennt das ja. Man spielt manchmal Spiele. Das ist ja wurscht jetzt hier. Super Mario Party, definitiv natürlich was im lokalen Couch-Koop-Modus wunderbar funktioniert mit den ganzen Minigames. Und ich glaube, da kann man sich wunderbar auch in einem gemütlichen Abend mit Freunden schöne Battle liefern, ja, sich gegenseitig dissen und eben dann eben Super Mario Party spielen. Wie gesagt, einfach ein knaller Spiel dafür. Genau wie das nächste, denn das ist auch frustrierend, wenn man es eigentlich zu zweit spielt. Und zwar ist es Super Mario Maker 2. Wir haben das auch häufiger gemacht tatsächlich, um sich einfach Welten runtergeladen oder Level runtergeladen. Und dann zusammen einfach diese Welten gespielt. Das macht das Ganze nicht einfacher oder schwerer oder sonstiges. Es macht das alles in allem eben halt lustiger. Deswegen kann man es wunderbar zusammen auf der Couch spielen oder nebeneinander auf dem Bürostuhl oder wo auch immer ihr das haben wollt. Ja. Super Mario Maker 2 habe ich leider viel zu wenig gespielt. Letzte Zeit noch mal ein bisschen angefangen tatsächlich. Und der Koop-Modus, muss ich sagen, der macht wahnsinnig viel Spaß. Für alle, die es noch nie ausprobiert haben, solltet ihr definitiv mal testen. Das nächste Spiel, muss ich tatsächlich sagen, wusste ich erst gar nicht, dass es einen lokalen Koop-Modus gab. Ich habe das dann gelesen auf der Verpackung und habe das mal getestet. Und ich will das Spiel hier einfach nennen. Ich möchte auch direkt sagen, dass der Koop-Modus ein wenig chaotisch ist. Aber um welches Spiel geht es eigentlich? Und zwar geht es um Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wie gesagt, ich war mir gar nicht bewusst, dass man dort Koop spielen kann. Ich habe das also getestet und ich muss sagen, der Splitscreen, der horizontal verläuft, ist ein wenig schwierig am Anfang, denn natürlich hat man sehr wahnsinnig viele Action und sowas. Und ja, muss man sagen, da ist dann schon die Sicht einigermaßen begrenzt. Aber dennoch finde ich, ist es ziemlich cool, dass man dieses Game eben zusammen zocken kann. Und ja, die Intelligenz der CPU beziehungsweise des Menschen ist hoffentlich höher als manchmal von der CPU. Deswegen kann das auch schon Spaß machen bei dem Ganzen. Wie gesagt, Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Wer das schon immer mal zu zweit zocken kannte, lokal, kann das mal gerne ausprobieren. Nummer 10, und das ist auch wirklich ein Geheimfavorit auf jeden Fall, ist The Stretchers. The Stretchers ist eigentlich, ja, man spielt, worum geht's da nochmal? Wir haben so zwei Ambulanztypen hier, wie heißen die nochmal? Hier, die, ihr wisst Bescheid, wir müssen Menschen retten, ja, vor irgendeinem Verrückten. Und das habe ich auch häufiger hier auf dem Kanal mit meiner Tochter gespielt, im Koop-Modus. Ich verlinke euch das hier oben, denn im Singleplayer muss man tatsächlich sagen, beziehungsweise alleine macht es keinen Spaß, denn da muss man beide Charaktere mit dem linken sowie dem rechten Stick parallel steuern, was wir keinen Sinn macht. Das ist eigentlich wirklich, The Stretchers ist ein reines lokales Koop-Spiel. Ja, und da muss man eben dann gut zusammenarbeiten und Menschen retten oder eben halt auch nicht retten. Es ist super witzig, es macht super viel Spaß, definitiv auch häufiger mal im eShop im Angebot. Notiert es euch mal, wenn ihr irgendwas lokal sucht für die Couch, dann ist The Stretchers definitiv meine Empfehlung Nummer 1. Wobei, da sehe ich auf Platz Nummer 11, Good Job. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Das Spiel an sich ist gar nicht so verkehrt. Allerdings macht es tatsächlich im Koop-Modus viel, viel mehr Spaß, als wenn man es alleine spielt. Bei Good Job geht es eigentlich auch darum, dass wir irgendwelche Probleme lösen müssen. Also wir müssen von Etage zu Etage aufsteigen. Ich glaube, unser Chef ist unser Vater. Auf jeden Fall wollen wir da hoch und müssen für die einzelne Abteilung gewisse Dinge erledigen. Die Physik in dem Spiel ist halt grandios so, dass wir zum Beispiel auch mal einen Drucker irgendwie durch die Wand jagen können oder mit irgendwelchen Gabelstapler was machen müssen. Wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir unser Ziel erreichen. Und das Coole daran ist, dass man das eigentlich auf unterschiedliche Art und Weise erreichen kann. Und auch das habe ich mit meiner Tochter gespielt. Und ich auch, muss sagen, auch das ist für mich ein typisches Koop-Spiel, Couch-Koop-Spiel, was super, super viel Spaß macht. Deswegen testet das mal aus. Good Job ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Guckt einfach mal im eShop.
Das nächste Spiel wurde 2020 free to play und zwar ist die Rede von Rocket League. Und irgendwann hatte ich mal Rocket League gespielt und ich war eigentlich immer der Meinung, man konnte es im lokalen Couch-Koop spielen, aber die Funktion war nicht mehr da. Ich musste mich dann einen besseren belehren lassen, dass irgendwann mal vor 2020 diese Funktion wohl entfernt worden ist, aber dann mit Season 1 oder 2 wieder zurückgekommen ist. Und deswegen können wir Rocket League wunderbar auch im Couch-Koop-Modus spielen. Erstens ist das Spiel natürlich kostenlos, macht es natürlich zu etwas, man muss dafür kein Geld bezahlen und dann können wir es auch noch zusammen im Splitscreen spielen und man kann sogar in den Einstellungen auswählen, ob man das horizontal oder vertikal spielen möchte. Hat leider hier auch nicht jedes Spiel, das macht Rocket League definitiv besser. Naja, wer Rocket League nicht kennt, wir sind ein Auto, es gibt einen riesen Ball, es ist wie Fußball und wir können dann eben halt 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, ihr kennt das Prinzip. Unterschiedliche Modi, es gibt dann noch, ich muss sagen, Rocket League macht super, super viel Spaß und dafür, dass es kostenlos ist, ist es wirklich einer der besten kostenlosen Spiele, die man auf der Switch erhalten kann. Stardew Valley, ja, hat damals im Update 1.5, war es 1.5, ich weiß gar nicht, den Couch-Koop-Modus integriert bekommen, was einfach irre ist. Ich meine, Stardew Valley ist wahrscheinlich mit das beste Farming-Life-Sim-Simulations-Game an sich. Ob wir unsere Farm auf Boden bauen wollen oder einfach mal in der Kneipe ein Trinken gehen oder soziale Kontakte pflegen möchten oder uns im Untergrund gegen irgendwelche Fledermäuse und anderen Monstern durchsetzen wollen. All das haben wir halt in Stardew Valley. Und wer so Pixelgrafik, also der Pixelgrafik nicht abgeneigt ist und generell auf das Genre spielt, der sollte, nicht spielt, sondern steht, der sollte definitiv Stardew Valley mal auschecken. Und jetzt gibt es dann eben, wie gesagt, seit Version 1.5, was auch gar nicht so lange her ist, meiner Meinung nach, eben auch den lokalen Couch-Koop-Modus, den ich tatsächlich noch nicht ausprobiert habe. Ich aber jetzt in der Recherche von diesem Video das gesehen habe, finde ich ziemlich cool, weil wie gesagt, Stardew Valley, es macht einfach Spaß, das Spiel. Und wenn man das jetzt noch in der Family oder mit Freunden einfach mal so zocken kann, wenn man da ist, dann, muss ich sagen, gefällt mir das. Ja, das gefällt mir wirklich. Asterix und Obelix XXL 3. Ich muss ja sagen, dass das Spiel an sich so jetzt nicht so der Burner ist. Aber der Koop-Modus, also auch wieder ein Spiel, was man wirklich eigentlich nur zu zweit spielen kann, dass einer den Asterix steuert und andere den Obelix und die ganzen Römer verhaut, finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Wie gesagt, für mich kein wirkliches Singleplayer-Spiel, sondern eher eigentlich ein Koop-Spiel und da macht es auch am meisten Spaß. Auch das Spiel habe ich, glaube ich, mit meinem Sohn gespielt. Ich glaube, wir haben es nie durchgespielt, aber wir haben schon einige Zeit darin verbracht und wir hatten einfach Spaß, wie auch die Römer zu zermeschen. Also, ich hatte, glaube ich, mal schon häufiger erwähnt, das ist jetzt nicht so mein Spiel der Spiele ist. Nochmal, alleine, aber zu zweit, wie gesagt, ist es schon sehr, sehr gut tragbar. Wie gesagt, es ist nicht großartig, aufwendig bzw. kompliziert. Insbesondere würde ich sagen, wenn man das mit seinen Kindern spielen möchte, kann man sich Asterix und Obelix XXL 3 mal anschauen. Man sollte aber aufpassen, weil nicht alle Asterix und Obelix-Teile gehen der lokale Couch-Koop-Modus. Also XXL 3 bin ich mir ziemlich sicher, weil ich es ausprobiert habe, dass es da funktioniert. Ja, und das Spiel darf natürlich auch nicht fehlen, ja, Mario Kart 8 Deluxe. Ja, auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, mit bis zu 4 Spielern sogar an einem Fernseher gegeneinander zu fahren. Und auch ich muss sagen, dass die Ansichten, selbst wenn man es zu viert spielt, ist es natürlich nicht ideal, je nachdem, wie groß der Fernseher ist, logischerweise. Aber es funktioniert doch anständig und ordentlich, so dass man was mal machen kann. Allerdings würde ich tatsächlich favorisieren, dass man nur gegen einen weiteren Familienmitglied oder Freund fährt. Aber wenn man mal mehr ist, kann man das natürlich auch machen, wenn man die entsprechende Anzahl an Controllern natürlich nur hat. Mario Kart 8 Deluxe macht natürlich super viel Spaß. Auch so in der ganzen Family, muss man sagen, ist es ein ziemlich cooles Game. Und das nächste Spiel muss ich leider auch mit reinnehmen und zwar ist es Mario Golf Super Rush. Ihr wisst ja Bescheid, ich habe ein Review zu diesem Game gemacht und das findet ihr auch hier oben nochmal verlinkt. Und grundsätzlich bleibe ich bei der Meinung, dass dieses Spiel halt einfach schlecht ist. Bleiben wir dabei. Aber wenn wir das einfach auch mal im lokalen Couch-Koop-Modus spielen, mit bis zu 4 Spielern sogar, ja, dann kann das wirklich Spaß machen. Und wenn wir dann noch die Bewegungssteuerung dazu nehmen, die gar nicht so schlecht gelungen ist bei dem Spiel, muss man tatsächlich sagen, dann könnte das Spiel tatsächlich etwas sein. Also hier geht es tatsächlich nur um den lokalen Couch-Koop-Modus, nicht um irgendwas anderes, sondern einfach nur, dass wir Mann gegen Mann, Kind gegen Erwachsenen, was auch immer, stellt euch das vor, gegeneinander oder miteinander spielen können. Und da ist Mario Golf Super Rush gar nicht so schlecht, muss man tatsächlich sagen. Deswegen finde ich, hat es auch seinen Platz hier in diesem Video einfach mal verdient. Das meine Farbe.
Das waren meine Vorschläge und ich habe hundertprozentig was vergessen, was ihr auch cool findet. Deswegen schreibt es wie immer unten in die Kommentare, dass für die Leute, die das Video hier eben auch finden, da auch nochmal was dabei ist und ich mir vielleicht auch diese Spiele nochmal angucken kann. Ich werde jetzt nächste Mal ein reines Online-Multiplayer-Koop-Video rausbringen, aber bis dahin bin ich raus. Haut rein. Ciao.